bin ich höher. Höher? Du bist zu klein, Mann. Komm schon, fang. Oh Mann, Horavario, machst du Witze? Das war zu hoch. Du bist zu klein. Geh runter und hol den Ball. Und lass uns weiter spielen. Okay, aber das ist nicht fair. Nicht fair. Es ist nicht fair, alles, was Horavario macht. Komm schon. Leute, Horavario ist ein Scammer. Der weiß nicht mal, wie man mit dem Ball spielt. Leute, wo kann der Ball nur sein? Ja, endlich, Leute, ich dachte schon, ich hätte ihn verloren. Wer ist dieser Mann? Vielleicht braucht er Hilfe. Ich gehe mal nachsehen. Verzeihung, Verzeihung, brauchen Sie Hilfe? Warum antwortet er mir nicht? Entschuldigung, Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Möchten Sie, dass ich einen Arzt rufe? Müssen Sie ins Krankenhaus, sagen Sie mir. Zombie? Komm schon, Zombies gibt es nicht. Es ist wahrscheinlich ein Hund. Und ich bin als Kind schon 100 Mal von 100 gebissen worden. Das ist keine große Sache. Es war kein Hund, es war ein Zombie. Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Red keinen Unsinn, lass uns PlayStation spielen gehen. Komm schon. Mann, oh Leute, warum glaubt mir Raffaello nicht? Ich habe unten tatsächlich einen Zombie gesehen. Wie auch immer, ich hoffe, es wird alles gut. Komm, ich besiege dich. Ich komme. Komm, setz dich hin, Odyssee. Lass uns eine Runde PlayStation spielen, bitte. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, ja, alles gut. Ich habe es mir eingebildet. Okay. Hey Leute, ist alles in Ordnung bei euch? Ja, ja, alles gut. Timon, mach dir keine Sorgen. Odyssee, du siehst irgendwie komisch aus. Hey Odyssee, was ist denn los mit dir? Nichts, ich bin nur von einem Zombie gebissen worden. Was für ein Zombie, das ist nicht wahr. Es ist ein Hund. Nichts Schlimmes, nichts Schlimmes. Von einem Zombie? Nein, das kann definitiv nicht sein. Vielleicht ein Hund. Lass mich mal genauer sehen. Odyssee, schau mal, kannst du meine Finger sehen? So, Odyssee, so und hier und so und so. Oh, Odyssee, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Du hast alle Symptome. Du verwandelst dich langsam in einen Zombie. Bald geht's los. Wirklich, Timon? Ich habe es ja gesagt. Ihr sagt Quatsch. Der Junge ist einfach nur müde. Er hat Fußball gespielt. Natürlich ist er müde geworden. Und ich sehe auch so aus, wenn ich müde bin. So. Siehst du das nicht, Raffaello? Schau mal seine Adern. Und das hier alles. Was ist das nur? Nein, Timon. Er ist nur sehr müde. Du gehst heute früh ins Bett, damit du ausschlafen kannst und morgen zur Schule gehst. Das reicht! Genug! Raffaello, ich sag es dir, ihm geht das schlecht, wir müssen etwas tun, echt! Geh weg, geh weg! Lass uns jetzt das letzte Spiel beenden! Komm schon, drück auf Play! Na los, spiel, du Dummkopf! Warum spielst du so langsam? Du bist einfach Noob, soll ich dir sagen! Noob, Mist! Raffaello, mach mich nicht nervös, ich fühle mich nicht gut. Okay, also wenn wir davon etwas hinzufügen, dann sollten wir die richtige Mischung bekommen. Und davon noch ein bisschen? Also, lass es mal dran riechen. Ist es die richtige Mischung? Es ist die richtige Mischung. Ich bin so schlau. Ich habe das echt so gut gemacht. Bravo, Mann. Also, wir schütten es hier jetzt ganz langsam alles rein. So, und jetzt kommt es. Wichtig, es vorsichtig zu machen. Und vorsichtig. Ich hoffe, dass es funktionieren wird. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt schließe ich es noch zu. Und jetzt lasst uns endlich versuchen, Leute. Es funktioniert. Ich rieche wie ein Zombie. Leute, das ist wirklich gut. Denn so wird mich der echte Zombie nicht erkennen. Und er wird denken, ich bin einer von ihnen. Ich hab's geschafft. Ich hab's wirklich geschafft. Hey, Loser. Ich habe 6-0 gewonnen. Ich fühle mich überhaupt nicht gut. Ich bin hungrig. Du wirst essen, wenn du wieder verlierst, Loser. Raffaello, du siehst lecker aus. Was für ein Unsinn redest du, Loser. Hilfe! Toll, super. Ich bin echt so das Superboy. Was soll ich denn da? Raffaello schreit. Ich muss ihm helfen gehen. Ich laufe los. Hilfe! Raffaello, halte durch!
geklappt! Es hat geklappt! Timon, was hast du gesprüht? Es stinkt sehr! Ja, das ist eine Mischung, die Zombie-Geruch enthält. Deshalb greifen die Zombies dich nicht an, weil du schon einfach wie ein Zombie riechst. Ist doch klar, Mann! Oh, siehst du, Raffario, Odyssee ist tatsächlich ein Zombie geworden. Ich werde mich auch damit jetzt einsprühen. Ah, sehr gut. Ich habe gedacht, er wurde von einem Hund gebissen. Bist du normal, Raffario? Welcher Hund hat ihn gebissen? Schau mal, er ist ein echter Zombie! Was sollen wir jetzt machen, Timon? Odyssee, tut mir leid. Mach dir keine Sorgen, Raffario. Ihr Freunde auch nicht. Es gibt immer einen Weg, einen Zombie wieder in Menschen zu verwandeln. Ich weiß, was wir tun können. Schneiden wir ihm den Kopf ab. Bist du verrückt, Raffario? So wird es kein Zombie und kein Mensch mehr geben. Es wird niemanden mehr geben. Oh, daran habe ich nie gedacht. Natürlich. Um einen Zombie in einen Menschen zu verwandeln, muss der Mensch die Gefühle haben. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du denn nicht? Ich verstehe nicht, aber es ist okay. Lass uns etwas tun. Lass uns wenigstens Odyssee helfen. Ich habe eine Idee. Zombie, hast du Hunger? Oh ja, er ist hungrig, Timon. Geben wir ihm etwas zu essen. Bitte, Timon. Okay, Freunde, hier ist ein menschliches Essen, ein Burger. Und hier ist ein Essen für einen Zombie, ein Auge. Kannst du ihn bitte festhalten? Also, du hältst ihn jetzt fest und er muss das menschliche Essen essen, damit er auch wieder ein Mensch wird. Ist doch ganz einfach. Ich denke, es sollte gehen. Es ist doch logisch, oder? Ja, klar. Mal sehen. Der Burger! Leid nicht das Auge! Odyssee, ist es nicht! Mach es nicht! Was soll das denn? Timon, es ist schief gegangen! Er hat das Auge gegessen! Ja, Raffario, wir müssen den Zombie irgendwie dazu bringen, menschliche Nahrung zu essen! Ich habe eine Idee! Welche Idee, Timon? Lass uns jetzt ein Auge hier in einen Burger stecken! Auf diese Art und Weise muss er den Burger mit dem Auge essen! Sehr schlau, Timon! Bravo, bravo! Also, pass auf, was ich jetzt mache! Pass auf! Siehst du das Auge hier? Siehst du es? Gib mir den Burger! Hier, pass ihn rein! Pack ihn rein! So, und jetzt muss er es essen! Ist es! Komm, ist es! Ist das alles? Komm, mach schon! Bitte! Siehst du, er hat den Burger gegessen! Wir müssen unser Experiment fortsetzen! Bravo, mein Junge! Bravo! Sehr, sehr schlau! Sag mir, welche Idee hast du, Raffario? Wir können Gymnastik machen, denn alle Menschen treiben Sport! Lass uns gehen! 5 minutes later. Also Freunde, um ein Zombie wieder einen Menschen zu verwandeln, sollen wir mit ihm ein paar Sportübungen machen, wie es Menschen tun, nicht wie Zombies. Stimmt's, Raffario? Ja, genau. Lass uns anfangen. Okay, Zombie, schau zu und mach's uns nach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zusammen, zusammen. Also komm schon, wir werden es jetzt zusammen machen. Also, los geht's. Also, Füße auseinander und Hände zusammen. Ist doch ganz Nein. einfach. Nein. So geht es nicht. Lass uns ein paar Liegestütze machen. Ja, Raffario, ja, stimmt. Das ist schwer für ihn. Lass uns Liegestütze machen. Los, komm, Zombie. Liegestütze, runter mit dir. Leg dich hin. So. Los, mach es. Nein, mach Liegestütze, Zombie. Hey, was soll das denn werden, Mann? Du musst doch Liegestütze machen. Freunde, es hat wieder nicht geklappt. Was sollen wir jetzt tun? Raffario, ich habe eine Idee. Lass uns eine Übung machen, die eher für einen Zombie geeignet ist. Also komm, heben wir ihn hoch. Los, steh auf, Odyssee. Komm schon, steh auf, Odyssee. Schau, Zombie, los. Schau auf mich. Du sollst so machen, so. Und dann so. Hier, siehst du das, Odyssee? Mach es nach, komm. 1, 2, 3. Großartig, und jetzt das andere Bein? Komm schon, so ist es gut. Komm nach vorne, komm. Nein, nicht hinfallen. Komm schon, also zuerst eine Bein, dann das andere. Komm schon. Bravo, mein Junge, bravo. Du kannst das machen, ja? Jetzt haben wir das Laufen beigebracht. Ein bisschen besser, oder? Ja, bravo, Timon. Gut gemacht. Ja, wirklich gute Arbeit. Aber auch ihr, Freunde, wer sich dieses Video ansieht, ihr könnt uns auch helfen. Wenn ihr diesen Kanal abonniert, so werdet ihr Odyssee helfen, wieder ein Mensch zu werden. Ja, Freunde, bitte helft uns. Klickt einfach auf die Taste abonnieren. Komm schon, Zombie, lass uns nach Hause gehen. Lass uns weiter lernen. Wir werden eine sehr große und freundliche Familie sein. Es hilft. Und jetzt, Freunde, werden wir Gedächtnisübungen machen. Wir werden den Zombie Odyssee beibringen, sich Dinge zu merken und Farben zu unterscheiden. Er wird also klüger und wird wieder zu einem Mensch, Freunde. Fangen wir an, Odyssee. Schau hierher. Wir haben hier 3 Farben und 3 verschiedene Legosteine, okay? Jeder Legostein sollst du auf die richtige Farbe stellen. Blau auf blau Nimm und bitte so weiter. Den grünen Odyssee und lege ihn auf den grünen. Bravo. Nein, falsch. Der Grüne kommt auf den Grünen. Drauf. Ich schläge, mein Junge. Freunde, wir müssen geduldig sein. Versuchen wir es nochmal. Es ist rot. Man soll ihn auf rot legen. Auf rot legen, bitte. Hoppla! Was? Oh nein! Ha, Leute!
Katze, hat denn jemand geklingelt? Erwarten hier jemand? Ah, das ist bestimmt der Postbote. Lass uns die Tür öffnen und es herausfinden. Komm schon, Leute, komm schon. Ah, mach auf, komm. Ah! Ja! Frisch Fleisch. Frisch Fleisch. Ich muss hier irgendwo verstecken, Rotata. Ich werde mich in diese Truhe verstecken und hoffen, dass der Zombie mich nicht findet. Oh. Okay, ja, okay. Ich komme nicht hinein. Ich glaube, diese Truhe wird mich von diesem Zombie retten, aber ich weiß nicht, warum dieser Zombie denn überhaupt zu uns gekommen ist. Ich verstehe das nicht. Na gut, ich verstecke mich schon. Oh, so wird er mich bestimmt nicht finden können. Freunde, ich hoffe, der Zombie findet mich hier nicht, denn ich bin zu jung, um zu sterben. Und ihr Freunde, abonniert den Kanal und setzt ein Like und betet für mich, dass ich nicht sterbe. Hey Leute, Leute, wo soll ich mich verstecken? Ich habe richtig Angst vor Zombies. Hä? Ich verstecke mich in diesem Koffer hier. Ich muss ihn nur schnell öffnen. Los! Und jetzt gehe ich da rein. Bis später, Leute. Ich verstecke mich. Ich mach zu. Was seid ihr? Ich bin hungrig. Frisch Fleisch. Frisch Fleisch. Gut, dass ihr uns nie gesehen habt. Ja, was ist mit ihm passiert, Leute? Er war noch ganz normaler Polizist. Aber früher war er schon bei uns. Was ist mit ihm passiert? Stan, sag es mir bitte. Wahrscheinlich, als er einmal hier schon war, als wir ihn gerufen haben, ein Zombie ist vorbeigekommen und hat ihn gebissen. Dann hat er sich in einen Zombie verwandelt und will jetzt uns aufessen, weil er Hunger hat. Was sollen wir jetzt machen, Stas? Wir nehmen unsere Baseballschläger und machen uns bereit. Und sobald er kommt, greifen ihn an. Keine Sorge, wir sind die Nur die Alarme. Nur die Alarme. Es stinkt hier drin, schlechtes Fleisch. Schlechtes Fleisch. Freunde, ich dachte, dass es mich fressen würde. Oh, ich hatte sowas von Glück. Ich sollte lieber mal meinen Platz wechseln. Oh nein, er hat meinen Burger gegessen. Das kann's doch nicht sein. Wie auch immer, Freunde. Ich geh Stas und Raffario suchen. Leute, ich hab Angst. Ich will nicht sterben. Was ist mit mir passiert? Ich bin ein Loll. Ich bin hungrig. Ich gehe jetzt runter. Raffario, der Zombie kommt runter. Hörst du es? Ja, ja, ich höre ihn. Stopp, Freunde. Gott sei Dank, es ist nur Odyssee. Willst du das, Odyssee? Jungs, seid ihr verrückt? Ihr hättet mich fast ins Krankenhaus zugebracht. Wir dachten, es wäre ein Zombie und wir wollten ihn verprügeln, Alter. Bist du sicher kein Zombie, Nein, Leute, der Zombie ist so, er hat mich fast aufgefressen.
Oh. Okay, Leute, lass uns Eis essen gehen. Was? Bist du verrückt? Bei uns zu Hause läuft ein Zombie hier rum. Und du willst Eis essen? Bist du verrückt, Rafario? Ich mag einfach Eis. Magst du Ice Cream? Ja, Rafario, es ist die Zeit, um Eis zu essen. Wir haben einen Zombie im Haus. Der Zombie? Ich hatte kurz vergessen. Ja, ein Zombie. Aber ich denke, wir sollten ihn nicht verprügeln. Was sollen wir denn machen? Da oben ist ein Zombie. Was sollen wir jetzt tun? Sag es mir. Leute, wir waren alle schon mal Zombies. Ich war ein Zombie, du warst Zombie, Odyssee war ein Zombie und die Mond war auch ein Zombie. Und keiner von uns ist etwas passiert. Wir sind alle am Leben. Ja, und wir sind alle von Zombies wieder zu Menschen geworden. Es muss also ein Ausweg geben. Ja, Odyssee, du hast recht. Du bist sehr klug wie Rafario. Bravo, Odyssee. Wo sind sie? Leute, er ist reingekommen. Ich muss hier irgendwie leise rauskommen. Wo sind sie? Du bist ein echter Mann. Bravo, mein Junge. Leute, 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 vergiss nicht, dass der Zombie noch hier im Haus ist. Wir müssen uns jetzt ausdenken, einen Plan. Ja, Freunde, ich habe einen Plan. Welchen Plan ist das? So, es gibt ein Zombie-Gegengift in die Mods Zimmer, Alter. Wir sollten es nehmen und es auf den Zombie sprühen und dann wieder zu einem Menschen. Bravo, Stas, mein Sohn. Du bist sehr klug wie Rafario, Rafario. Macht euch keine Sorgen. Leute, Rafario ist mit euch. Habt gar keine Angst. Ah, das ist der Zombie. Jetzt, Leute, ich versuche ihn in der Zwischenzeit abzulenken. Zombie, ja, komm her. Schau mal, was ich leckeres Fleisch für dich habe. Ja, komm, fang mich. Ja, komm schon, fang mich, hab keine Angst. Komm her, ja, ja. Leute, der Zombie verfolgt Odyssee. Lauft und finde das Gegengift. Lauf, schnell, schnell. Ich laufe. Gegengift, wo ist das? Oh. Ja, komm schon, ja. Oh, ja, versuch mich doch zu fangen. Warum bist du denn so langsam? Freunde, ich hoffe, es das wenig das Gegengift. Ja. Freunde, es muss hier irgendwo sein. Oder in den Schränken, Freunde. Ich weiß es nicht mehr. Ich mach's auf. Hier, Freunde, nur Schuhe. Vielleicht an einem anderen Schrank. Ich muss es finden. Denn wenn ich es nicht finde, sind wir alle erledigt, Freunde. Er wird uns aufessen. Dieser Zombie macht Kebab. Es muss hier sein. Hier sein, irgendwo. Oh, Freunde, ich hab's gefunden. Endlich. Das sollte uns alle retten. Lasst es uns ausprobieren. Ah, Leute, ich hab das Gegengift gefunden. Bravo, Stas, das ist unsere Chance, wieder zum Menschen zu machen. Okay, Freunde, macht euch bereit. Sobald er reinkommt, fangt ihr ihn und ich fange ihn zu sprühen. Und wir machen ihn zum Menschen. Komm schon, Rafael. Du schaffst es. Ja. Ah, komm schon, Leute, fangt ihn. Freunde, wir haben es geschafft, glaube ich. Ich glaube, wir hätten mehr sprühen sollen.
Freunde, jetzt warten wir eine Stunde und er wird wahrscheinlich wieder zu einem richtigen Menschen. 1 hour later. Oh, oh, er ist aufgewacht! Aufgewacht! Was ist passiert, Leute? Wo bin ich? Ist alles in Ordnung? Ich habe geträumt, ich wäre von einem Zombie gebissen worden. Es war die Wahrheit. Gehen Sie zurück auf die Polizei und sehen Sie sich unser Video später an. Dann werden Sie alles verstehen. Gut, ja, ja. Ich gehe schon. Ja, Freunde, es gibt Zombies in unserer Stadt. Wir müssen etwas tun. Wir müssen sie alle finden. Und auf jeden Fall alle vernichten, Alter. Und ihr setzt uns bitte ein Like. Und wenn wir 20.000 Likes bekommen, dann werden wir die Welt retten gehen. Los geht's.